Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute sind wir bei RetroWise 2023 und wie Sie sehen, gibt es bereits einige absolut fantastische Autos. Vielen Dank, auf dich auf. Astratus, das Ding ist verrückt. Ähnlich verhält es sich, wenn man aus meinem Auto aussteigt, nur mit etwas weniger Aufwand. Hier gibt es eine schöne leuchtend gelbe Dodge Viper. Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Dodge Viper, während wir hier sind. Es müssen ein wenig Gleichheiten erledigt werden, bevor ihr es tut, müssen Sie also 100% fertig und bereit sein. Sie ziehen sie an, wenn er fährt. Und er gibt Gas, Jesus. Das ist alles in Perfektion. So. Und schreie auch ein Pfeifen auf der Motorhaube hoch. Schauen wir uns einen Klassiker an. Was ist das für ein Datsun? Vielleicht ist es ein Crown. Nun, ich habe noch nie einen solchen Crown gesehen, den klassischen Crown mit einem glitzernden Lenkrad. Wunderkerze, so eine Wunderkerze habe ich noch nie gesehen. Toyota mit Patina, aber ich liebe diesen Datsun. Das ist ein wunderschönes, wunderschönes Auto. Dies ist ein Bluebird, der noch nie so einen besessen hat. Okay, wir sind dabei und Sie können sehen, dass dort jede Menge Leute Schlange stehen, um etwas zu absolvieren, das wie ein Slalomkurs aussieht, und und Sie haben hier ein paar Autos, diesen alten Ford hier drüben. Was nicht so aussieht, als wäre es jemals neben einem anderen berührt worden. Sehr cool, eher eine Hot-Rot-Version. Schöner MX-5, ein paar MX-5, einer in der Luft. Es gibt einen 850 Volvo Kombi mit Rennlackierung. Es hätte die Originalfarben des Tourenwagens Mark II Mondeo gegeben. Ich habe eines davon besessen. Ich möchte eines davon besitzen. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich schön. Mir ist der DTS nicht ganz aufgefallen. Neben dem viertürigen Skyline sieht man ein bisschen Drift-Action, also ist das ein wunderschöner Alfa Romeo-Kopf. Ja, ich möchte nur bekannt sein. Ich möchte einfach nur bekannt sein, Hein. Nimm ein CX. Nun, das ist doch etwas breiter als normal, nicht wahr? Da ist noch eines dieser Autos, das wir überall zeichnen. Scheint im Moment sehr in Mode zu sein, aber dann haben Sie das hier. Markieren Sie Sierra Carsworth. Direkt daneben ist ein weiterer NSX. Oh, ich sehe, dass es sich anscheinend um einen NSX handelt. Yeah, so baby girl, come with me. Yeah,
we take it outside, oh, yeah. Wanna stay up all night, oh, yeah. Wanna get it all right, oh, yeah. Ein knalliger, oh mein Gott, das ist also nicht nur ein knalliger, zackiger Blick auf die Stelle, an der sich der Auspuff befindet, sondern ich wette, das ist ein wirklich leiser XJR mit Taschen und einem verdammt großen Mittelauspuff. Es gibt eine Rattenrote und dann ist da noch das. Hoffentlich hat er einen großartigen, großen Motor drin, er ist komplett ausgebaut, er hat einen Seitenausgang. Ja, mir ist aufgefallen, dass er dort unten einen Ladeluftkühler hat, also hoffe ich, dass er irgendeinen dummen, sehr sauberen Capri hat. Nice Alpha Next ist gigantisch. Auch hier habe ich keine Ahnung, was es ist. Das ist ein Pontiac. Es ist ein sehr langer Weg. Lange Zeit später bin ich hinten im Auto angekommen, rieche das Auto nicht. Es hört sich albern an, aber stecken Sie einfach den Kopf hinein und schon riechen Sie die 1950er Jahre. Ja, wir haben dieses Auto viele Male gesehen, bevor es zu einer verrückten Konstruktion wurde. Es gibt etwas, das man heutzutage nicht mehr sieht. Schauen Sie, wie weit das Stummelmuster im Kartenzahnrad ist. Es ist wie bei den alten Käfern. Was heißt das? Das ist ein Capri. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist der ursprüngliche 200SX MX5 neben einem XR3i und einem RS2000. Oh, dann ein Mark III Supra und ein Escort Cosworth und ein Alpine 850. Wow, die Aufstellung davor fand ich schön, aber... Verrückte Autos, ich brauche ein größeres Vokabular. RS205 neben etwas, das aussieht wie ein Lotus Cortina mit einem Cosworth-Klumpen-Turbo. Cosworth-Klumpen. Nun, sehr cooles Interieur. Mir gefällt, dass das sehr, sehr schick ist. Und wenn man dann auf diese Seite kommt, kann man gerade die Corvette sehen, die mit einem Monstertruck heraufgleitet. Wahnsinniges Auto, und dann siehst du meine Freundin neben dieser winzigen Lastwagentasche. Vielleicht sieht es so aus, als würdest du da sitzen. Mark IV Cabriolet, da ist ein kleiner, winziger Fiat. Oh, sieh mal, er hüpft wieder, wunderschönes Auto, da ist noch eins hinter dem Lowride, und sieh dir auch El Camino an. Aber ich möchte einen Blick darauf werfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reinkomme, aber ich möchte einen Blick darauf werfen. Ich bin kein Fan von Beamern, aber ich muss mir das unbedingt ansehen, weil okay, das ist nur ein bisschen niedrig, es ist ein breiter, breiter Bogenbausatz in der Größe der Schüssel auf der Rückseite. Riesiges Ding, schau dir dieses Ding an. Schauen Sie sich die Felgen richtig an. Ein Turbo XR2, nein, das ist es nicht. Es ist ein Turbo Supersport. Ja, ich bin nicht überrascht, dass es sich um eine Fiesta der Marke 1 mit einem Turboklumpen handelt. Ich hätte auch Crash Yamets an.
Sie sehen das Innere dieses MX-5. Flash, Flash. Gandalfs kleine Spiegel. Und dann haben Sie da diesen breiten, spritzigen Körper. Schauen Sie sich das an. Ja, ich mag spritzig. Einer der Nissan Motoren, SR20 Motor. Schauen Sie sich das bei Twin 40S an. Das summt rein. Und sie bringen sie zu einigen der Handelsstände hier. Sie haben hier einen sehr, sehr schönen MK2 Fiesta. Ausgerollt, ausgepackt. Super, super sauber. Daneben liegt jedoch ein wunderschönes Mexiko. Und schauen Sie sich das an. Es ist kein 200SX, das ist dieser Subaru, dieser seltene Subaru. Du kannst die Spur nicht verschieben, oder? Seltsame Fenster, und es ist breit. Das ist ein sehr, sehr einzigartiges Auto. Wie findet man einen Breitbau für ein seltenes Auto, es sei denn, es wurde maßgeschneidert gebaut? Da sehen Sie die Fenster, sie sind wie Halbfenster. Schönes Sierra-Anwesen. Super, super sauber. Sie können sehen, dass sie den gesamten Motorraum rasiert haben. Wow, das ist sauber. Wie haben schon einmal gesehen, ich habe dabei schon Films, ich mit einer Umweltschutz halte. Schöner Mustang. BHP, glaube ich. War es BHP? Ich glaube, ich habe es auf 2 oder 3 Schuss gesehen, auch auf ein paar hier oben. Ich habe mir das vorhin angesehen, eine Prairie. Als sie neu waren, waren sie schreckliche Autos. Sie sehen nichts davon. Ich erinnere mich, dass es in Bonn, als diese ganz neu waren, einen Händler gab, der sie herstellte. Und man sieht sie einfach nicht in der Nähe. Ich glaube nicht, dass sie sehr, sehr beliebt waren. Eine Zuzu-Piazza, glaube ich. Ich denke, es ist ein ziemlich hübsches Auto. Aber es war einfach nicht sehr beliebt. Ehrlich gesagt, eine Prairie. Hast du die Spiegel in der Prairie gesehen?